Zweites Kapitel. Den Pfad zu Ragatmika Bhakti erhellen. Burijandas. Nach deinem Beispiel ist mein Verständnis nun, dass das Herz von Rupa Manjari so hingegeben zu Srimati Radharani ist, dass sie alles mitfühlt, was Srimati Radharani fühlt. Ich verstehe auch, dass man zu seinem Guru in der gleichen Weise hingegeben sein sollte. Ohne Hingabe und ohne mein Herz zu geben, funktioniert es besonders in Raganuga Bhakti nicht. Srila Gurudeva. Dieses sich hingeben und die vollständige Darbringung des Herzens zu Sri Guru nennt sich im Sanskrit Tat Atmaya, das Einssein der Herzen. Wenn ein Eisenstab ins Feuer gelegt wird, gehen die Eigenschaften des Feuers auf den Eisenstab ein. Wenn das Feuer das Eisen durchdringt und es rot glühend wird, wird das Feuer alles durchdringen und andere Objekte verbrennen. Es ist nicht, dass der Eisenstab dies tut. Der Eisenstab mag nun denken, ich bin Feuer, in dem Sinne, dass er eins mit den Eigenschaften des Feuers geworden ist und nun die Arbeit des Feuers verrichten kann. Ähnlich sind Sri Rupa Manjari und alle anderen Manjaris Tat Atmika im Herzen eins mit Sri Radhika und so sind die Handlungen von Radha auch die Handlungen der Manjaris. Mit anderen Worten wird all das, was sie verwirklicht, auch von den Manjaris verwirklicht. Nichts bleibt ihnen verborgen. Einiges mag ihren Sakis verborgen bleiben, nicht aber ihren Manjaris. Tamal Krishna Maharaj. Wirst du heute weiter von dort fortfahren, wo du aufgehört hattest? Srila Gurudeva. Möchtest du den Rest hören? Tamal Krishna Maharaj. Oh ja, sehr sogar. Allein vom Hören, was du bisher gesprochen hast, ist alles für mich schon so hilfreich. Burijandas. Ich würde gern die Bezugsquelle der ersten zwei Verse wissen. Tamal Krishna Maharaj. Die Verse sind aus dem Bhakti Rasamrita Sindhu. Srila Gurudeva. Ich habe drei Verse erklärt. Der erste davon ist dieser. Krishnam smaran janam chasya prashtam nija sahimhitam. Tat tat kata ratas chaso kurchat vasam vraje sada. Während man sich an Krishna und seine geliebten Gefährten, denen wir nachzufolgen wünschen, erinnert und dabei vollständig vertieft ist in die Gespräche über ihre Lilas, sollte man stets in Vraj leben. Wenn das nicht möglich ist, sollte man sich im Geist dort aufhalten. Hast du die Erläuterung zu diesem Sloka gehört? Es bezieht sich darauf, sich an Krishna gemeinsam mit seinen liebsten Gefährten zu erinnern. Dies ist der zweite Sloka. Seva sadaka rupena siddha rupena chatrahi tat bhava lipsuna karya vraja lokanasaratat. Auf dem Pfad von Raganuga sollte man Krishnas geliebten, vertraulichen Gefährten und ihren Nachfolgern folgen und immer in ihre Dienste vertieft bleiben. Dies sollte im Sadaka Rupa, im gegenwärtigen äußeren materiellen Körper und ebenso im Siddha Rupa, im inneren spirituell vollkommenen Körper, der für den Seva, den man sich innigst im Herzen zu Sri Krishna wünscht, geeignet ist, geschehen. Man sollte sich brennend diejenige Bhav wünschen, nach der man sehnsuchtsvoll Verlangen hat, also die spezielle liebevolle Stimmung der Gefährten von Krishna in Vrindavan. Seva bedeutet dienen.
Sadaka-Rupena bezieht sich darauf, in dieser Welt als Praktizierender von Raganuga Bhakti zu handeln. Siddha-Rupena bezieht sich darauf, in seinem vollkommenen spirituellen Körper in Goloka Vrindavan zu dienen, was durch die intensive heilige Begierde erreicht wird. Durch die Gnade von Guru und Krishna wird dem Gottgeweihten seine spirituelle Gestalt im Inneren seines Herzens offenbart. In diesem Zusammenhang heißt es im Sri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 22.157: Mane Nicha Siddha Deha Kariya Bhavana Ratridine Karevraja Krishnara Sevana. Mit seinem spirituellen Körper, der einem durch die Gnade des Guru offenbart wird, dient man Sri Radha Krishna Jugala, dem göttlichen Paar, Tag und Nacht in Vrindavan. Jede einzelne Seele hat einen individuellen spirituellen Körper, Siddha Deha. Wir haben unsere eigenen spirituellen Körper, der sich aber noch nicht manifestiert hat und der in Samenform existiert. Genauso wie ein ganzer Baum in einem Samenkorn enthalten ist, existiert unser transzendentaler Körper mit all seinen Eigenschaften nun in Samenform. Weil wir uns von Krishna abgewandelt haben, ist uns diese spirituelle Form nicht sichtbar. Wenn durch die Gnade von Guru und Gauranga unsere heilige Begierde zu keimen beginnt und dann vollständig erblüht ist, mag unser Shiksha oder Diksha Guru uns unseren spirituellen Körper aufzeigen. Er wird uns erst unsere wesensgemäße spirituelle Identität beschreiben, so wie wir es im Jiva Dharma erfahren. Der Guru von Vrajanath und Vijay Kumar erklärte jedem von ihnen die Natur ihrer individuellen spirituellen Formen. Unsere spirituelle Form befindet sich gegenwärtig in einem latenten Zustand. Srila Bhaktivinoda Thakur beschreibt, dass es in einem Leben offenbart werden kann. Doch ich sehe, dass es für uns noch viele Leben entfernt ist. Wie Srila Bhaktivinoda Thakur im Jiva Dharma erklärt, sahen Vrajanath und Vijay Kumar zum Zeitpunkt ihrer Diksha-Einweihung Sri Chaitanya Mahaprabhu mit all seinen Geweihten. Obwohl wir sie zum Zeitpunkt unserer Diksha nicht sehen konnten, sind sie einer verwirklichten Seele vollständig sichtbar. Das ist wahre Diksha. Wir haben den Klassenraum von Diksha betreten, doch unsere Diksha ist nicht vollständig. Wir sind gerade im Unterricht, das bedeutet, wir befinden uns im Lernprozess, im Training. Möge Gott und Guru uns mit ihrer Barmherzigkeit segnen, damit wir vollständige Diksha empfangen können. Divya Gyan, verwirklichtes transzendentales Wissen und Divya Darshan, spirituelle Sicht. Divya Gyan bedeutet Divya Darshan, wie wir es bei Vijay Kumar und Vrajanath sehen. Sie sahen den Herrn zum Zeitpunkt ihrer Diksha-Einweihung und wurden sofort bewusstlos. Danach bekamen sie alle weiteren wichtigen Unterweisungen von Sri Raghunath Das Babaji. In seinem Auftrag gingen sie nach Puri, wo sie Vakreshwara Pandits Schüler Sri Gopal Guru Goswami für weitere Shiksha trafen. Gopal Guru ist ein Raganuga Vaishnava und in seiner spirituellen Form als Gopi ist er eine der 8 Hauptsakis. Er sah, dass Vrajanath in Sakya Bhav und Vijay Kumar in Gopi und Manjari Bhav war und offenbarte ihnen ihre spirituellen Identitäten. Er war so barmherzig, dass er sie einem nach dem anderen zu sich rief und ihnen sagte: Du bist ein Kuhhirtenjunge, ein Freund von Krishna, und du
bist eine Dienerin von Srimati Radhika. Er gab beiden den Asta-Dasak-Sara, 18-silbigen Gopal-Mantra, Dasya, Sakya, Vatsalya und Madhurya Bhavs. Findet man in diesem Gopal-Mantra, der den Rasa aller Jivas nährt und unterstützt. Alles befindet sich in diesem Mantra. Doch eines sollte man bedenken. Krishna ist der Deity für jemanden in Dasya oder Sakya Ras. Für diesen Devoti ist der Name Gopijana Vallabha das Adjektiv, welches Krishnas Eigenschaften beschreibt. Es umschreibt den ersten Namen noch spezifischer. Tamal Krishna Maharaj. Was ist mit Krishnaya? Srila Gurudeva. Krishnaya, wer ist Krishna? Ein Devoti in Dasya Ras betrachtet es so. Er ist mein Meister und ich bin sein Diener. So ein Devoti denkt, dass Krishna nur ganz allgemein Gopijana Vallabha ist. Krishna ist auch der vorrangige Name für alle in Sakya Ras. In diesem Mantra liegt für sie die Betonung auf den Namen Krishna und Govinda. Doch diejenigen in Manjari Bhav fokussieren sich auf Gopijana Vallabha, wodurch die beiden anderen Worte Krishnaya und Govindaya Adjektive für Gopijana Vallabhaya werden. Tamal Krishna Maharaj. Was ist mit denen in Vatsalya Ras? Srila Gurudeva. Diejenigen, die in Vatsalya Ras sind, folgen dem gleichen Prinzip. Tamal Krishna Maharaj. Sie konzentrieren sich auf Krishna. Srila Gurudev. Sie fokussieren sich auf Krishna als den Deity, mit dem sie verwandt sind. Jeder in Vatsalya Bhav weiß im Allgemeinen, dass die Gopis Krishna lieben. Aber sie haben keine, Sribad Madhava Maharaj, keine Vorstellung. Srila Gurudev. Sie haben eine Vorstellung von der Liebe, aber keine Erfahrung. Vorstellung und Erfahrung sind nicht das gleiche. Devotis in Vatsalya Bhav wissen nicht, dass all die jungen Gopis intimen Liebesaustausch mit Krishna haben. Und die Sakas wissen auch nichts über die Natur dieser Begegnungen. Für jemanden, der die heilige Begierde besitzt, eine Manjari zu sein, bezieht sich Go in diesem Mantra auf die Gopis. Seine Meditation ist Govinda, schenkt den Gopis große Freude. So ein Devoti kontempliert über keine andere Bedeutung. Eher meditiert er Sri Krishnas Erscheinen mit 5 Blumenpfeilen, sein Lächeln, sein Flötenspiel, seine wunderschönen Wangen, seine Augenbrauen und seine Seitenblicke sind unermesslich attraktiv. Auf diese Weise unterstützen die Namen Krishnaya und Govindaya den Namen Gopijana Vallabha. Somit sieht der Devoti die anderen Namen als Adjektive des Namens, mit dem er in Beziehung ist. Praktisch jeder in Chaitanya Mahaprabhus Sampradaya betont den Namen Gopijana Vallabha. Diejenigen, die zu dieser Sampradaya kommen, sind überwiegend in der Gopi Bhav. Und einige wie Srivas Thakur, Murari Gupta, Anupama und andere sind in anderen Rasas. Also bekamen Vrajanath und Vijay Kumara den gleichen Mantra, obwohl ihre spirituellen Formen in unterschiedlichen Rasas waren. Vijay Kumara sah seinen Gurudeva als eine Manifestation von Lalita und Vrajanath sah ihn als eine Manifestation von Baladeva,
Prabhuji oder Subala. Sri Guru bildet uns darin aus, unter der Anleitung von Lalita und Vishakha in Madhurya Ras dienen zu lernen. Rupa Manjari ist die Leiterin von Radhikas Pranasakis, ihrer vertraulichsten Dienerinnen. Und sie unterrichtet die Anwärterinnen für Radhikas Dienst in allen Aufgaben. Sie tut das nicht als Guru, sondern als sehr vertraute, enge Freundin. Um als Manjari dienen zu lernen, gehen alle zu Rupa Manjari in die Ausbildung. Deshalb können wir unseren Guru als eine Manifestation von Rupa Manjari betrachten, aber nicht als Rupa Manjari selbst. Unsere Sicht von Guru sollte nicht Mayavad, Philosophie des Monismus sein. Versteht ihr das? Tamal Krishna Maharaj, kannst du bitte diesen Punkt erklären? Srila Gurudeva, es ist ganz richtig, den Guru als eine Manifestation von Rupa Manjari zu betrachten. Das ist es, was damit gemeint war, dass Gopal Guru Goswami von seinen Schülern als Lalita und auch als Subala betrachtet wurde. Es bedeutet, dass er als ihre Manifestation angesehen wurde. Genauso wie man Narayan, Vamana und alle Inkarnationen in Krishna sehen kann, jeder kann seinen Guru so als Manifestation betrachten. Ihn andererseits direkt als Rupa Manjari zu sehen, ist Mayavad. Und es ist wichtig, Mayavad sehr weit von sich zu halten. In diesem Vers bedeutet Seva Sadaka Rupena, dass man äußerlich die gleichen Dienste wie Srila Rupa Goswami verrichtet. Was waren seine Dienste? Sat Goswam Maya Astaka 6. Ich verehre die sechs Goswamis, die all ihre Zeit vertieft im Chanten der heiligen Namen, im Singen von Bhajans und im Darbringen von Ehrerbietungen verbrachten. Sie erfüllten dabei demütig ihr tägliches Gelübde, eine bestimmte Anzahl von Runden. Auf diese Weise nutzten sie ihr wertvolles Leben und überwanden Essen und Schlaf. Sie waren stets sanftmütig und versanken voller Demut im Zauber der Erinnerung an Sri Radha Krishnas liebliche Eigenschaften. Manchmal ging Srila Rupa Goswami zum Radhakund, manchmal zum Govardhan und manchmal nach Nandagaon. In Nandagaon ging er nach Terkadamba oder verbrachte einen Tag in Uttavakhyari. Nanda Bhattaka, Kokilavana oder Javad. Er besuchte all diese vertraulichen, geliebten Plätze. Er war gerne in Javad, weil dort Srimati Radhika, Rupa Manjari und alle Freundinnen Radhikas lebten. In der Nacht gingen Radhika und ihre Freundinnen von dort los, um Krishna in Sanket, Sevakunj und vielen anderen Orten zu treffen. Und mittags trafen sie sich am Radhakund. Radhakund hat eine besondere, noch größere Wichtigkeit als all die anderen Plätze. Denn hier finden die Spiele während des Tages nur mit Radhikas Gana, Gruppe, statt. Shripad Madhava Maharaj. Ihre Gana bezieht sich auf ihre Svapaksha Sakhis, die Gopis ihrer eigenen Gruppe. Srila Gurudeva. Nur die Svapaksha Gopis können dorthin gehen. Die Vipaksha Gopis aus der rivalisierenden Gruppe und die Tathastha Gopis, diejenigen aus der neutralen Gruppe, die mit der rivalisierenden Gruppe freundlich sind, haben keinen Einlass zum Radhakund. Tamal Krishna Maharaj.
Wie ist es mit Nanda und Yashoda? Srila Gurudeva. Sie kommen niemals dorthin. So bezieht sich Sadaka Rupena darauf, den sechs Goswamis zu folgen. Besonders Srila Rupa Goswami und Siddha Rupena bezieht sich darauf, Srila Rupa Goswami in seiner Form als Rupa Manjari zu folgen. Als Sadaka hat Rupa Goswami eine männliche Form und innerlich seiner Siddha Swarup, seiner spirituellen Form als Gopi, ist der Rupa Manjari. Welche Dienste verrichtet Rupa Manjari? Raj Vilas Stava 38. Ich nehme Zuflucht bei Rupa Manjari und den anderen liebenden Dienerinnen der großen Königin von Vrindavan, Srimati Radhika. Sie erfreut sie, indem sie ihr Betelnüsse darbringen, ihre Lotusfüße massieren, ihr Wasser bringen und ihre Rendezvous mit Krishna arrangieren. Weil sie ihren Dienstmägde sind, können sie ohne Scheu in die Bereiche eintreten, in denen das göttliche Paar ihre vertraulichen Spiele haben. Sie sind Radhika noch lieber als Sakis wie Lalita, die ihr noch lieber sind als ihr eigenes Leben. Rupa Manjari bringt Radha und Krishna Tambula, eine Betelnusszubereitung, und mit Kräutern oder Milch aromatisiertes Wasser, Payodana, dar, und sie bringt auch einen wunderschönen goldenen Topf, in den Radha und Krishna die Betelnuss nach dem Kauen ausspucken. Sie dient Radha auch zur Zeit ihrer Abhisara, dem geheimen Treffen der Geliebten. Versteht ihr die Bedeutung von Abhisara? Es ist die Zeit, wenn Srimati Radhika zu ihrer Verabredung mit Krishna zum Sanket Stali, einem Rendezvous-Treffpunkt, geht. Wenn sie ihn in der Vollmondnacht, also an Purnima, trifft, kleidet sie sich vollkommen in Weiß und weiß sie ihn zur Zeit der 15 Tage des abnehmenden Mondes trifft, zur Sukla Pascha kleidet sie sich in Pastelltöne, entsprechend den abnehmenden Phasen des Mondes. Obwohl ihre Körpertönung hell und sehr golden ist, lässt sie sich zu dieser Zeit von ihren Manjaris mit Kampfer einreiben, der mit vielen anderen Zutaten vermischt ist. Tamal Krishna Maharaj. Warum? Srila Gurudev. Damit sie weiß erscheint. Tamal Krishna Maharaj. Warum? Srila Gurudev. Falls jemand in ihre Richtung blickte, würde er denken, dass er nur Mondstrahlen sehe. Tamal Krishna Maharaj. Ist das ihre Tarnung? Srila Gurudev. Das ist ihre Tarnung. Zu dieser Zeit binden die Manjaris auch ihre Fußglöckchen fest, damit sie nicht klingeln. Es darf kein Geräusch geben, und damit sie nicht gesehen wird, sind ihr Sari und ihre Schleier beide weiß. In der dunklen Neumondnacht, Amavasya, sagt ihr eine Saki: Die Nacht ist dunkel und so musst du üben, wie du dorthin findest. Srimati Radhika übt dann um Mitternacht. Zu dieser Zeit nehmen ihre Sakis volle Wassertöpfe und gießen sie in ihrem Hof aus, damit es sehr rutschig und glatt wird. Sie legen dann Dornen auf den matschigen Boden aus und sie kreieren eine Umgebung, als wenn Radhika in einer stürmischen Nacht in einem Wald unterwegs sein würde. Der Regen strömt nieder und die Erde wird dadurch extrem rutschig. Schlangen sind unterwegs und viele Dornen liegen da. Wie kann sie in einer solchen Situation mitten in der Nacht zu Krishna gehen? So übt sie in der Nacht
Sie geht sehr leise und vorsichtig. Genauso, er demonstriert dies auf Fußspitzen gehend. Wie heißt das Wort für dieses Gehen? Danudara Maharaj. Auf Fußspitzen gehen, sehr leise tapsen. Srila Gurudeva. So wie Lalita Devi Srimati Radhika darin trainiert, schaut Rupa Manjari zu und unser Guru aus dieser Welt schaut dort in der ewigen Welt als Sakhi Manjari ebenfalls zu. Die Manjaris wissen genau, wann die richtigen Zeiten zum Aufbrechen sind oder welche Wege gegangen werden müssen. Und sie treffen dafür sehr clever alle Arrangierungen. Das ist Abhisara. Die Nacht ist dunkel und es regnet. Krishna wartet am Sanket. Die Manjaris gehen zuerst dorthin, um Krishna zu finden, und sagen ihm, dass Radhika heute Nacht nicht kommen könne, um ihn zu sehen. In Wahrheit ist Radhika bereits dort und versteckt sich, um Krishnas Reaktion zu beobachten. Doch um Krishnas Wunsch nach Radhikas Gemeinschaft noch zu verstärken, lügen die Manjaris und sagen, sie kommt heute Nacht nicht. Zu dieser Zeit wird Krishna praktisch bewusstlos und schlägt aufgeregt eine Lösung vor, wie Radhika doch noch zu ihm kommen könnte. Wenn die Manjaris nun sehen, dass Krishna sich so aufrichtig und sehnsüchtig wünscht, Radhika zu treffen, gehen sie sofort zu ihr und sagen ihr, dass sie zu ihm kommen könne. Dann taucht sie auf. Doch ansonsten würde sie nicht kommen. Manchmal, wenn es Zeit für Abhisara ist, sind die Schwiegerväter und Schwiegermütter der Manjaris und all ihre Schwiegerinnen noch bei ihnen zu Hause. Dann müssen sie so schlau sein und eine Möglichkeit finden, ihre Verwandtschaft zu belügen, damit sie schnell gehen können und eine Arrangierung treffen können, damit Radha und Krishna sich treffen werden. Das nennt sich Abhisara. Tamal Krishna Maharaj. Was ist die genaue Bedeutung des Wortes Abhisara? Srila Gurudeva. Du solltest die Bedeutung von Abhisara verstehen. Es ist ein Sanskrit-Wort, das sich auf die Geliebte bezieht, die ihr Haus verlässt und unterwegs ist, um ihren Geliebten am vereinbarten Hain zu treffen. Es gibt 8 Arten solcher Geliebten. Diese Stimmungen werden von einer Gopi oder Radhika zu verschiedenen Tages- oder Nachtzeiten erfahren. Erstens, Abhisarika ist die Gopi, die unterwegs zum Treffen ist. Zweitens, Vasaka Saja bezieht sich auf die Stimmung einer liebenden Gopi, die den Kunja mit verschiedenen Arten von Dekoration schmückt. Sie bereitet die Bettstätte für ihren über zutiefst Geliebten vor. Sie denkt, Krishna kommt in jedem Moment gerade jetzt. Während sie so das Bett vorbereitet, hört sie ständig Geräusche und jedes Mal denkt sie, Krishna kommt. Drittens, Utkantita bezieht sich auf die Gopi, die ständig in großer Vorfreude ist und wiederholt den Pfad herumblickt und das Eintreffen ihres geliebten Krishna kaum erwarten kann. Sie ist so begierig, dass Krishna kommt und denkt, jetzt kommt Krishna. Wann wird er kommen? Wann wird er kommen? Wenn er sich dann wirklich verspätet, nennt man ihre Stimmung Candita. Viertens. Candita. Wenn Krishna zu spät kommt und auf seinem Körper Hinweise sichtbar sind, dass er mit einer anderen Liebhaberin zusammen war, wird die Geliebte extrem eifersüchtig und wird ihn entweder ausschimpfen oder schmollen. Falls der Zeitpunkt für das Treffen vorüber ist
und er einfach nicht gekommen ist, wundert sie sich. Warum ist er nicht gekommen? Es muss einen Grund dafür geben. Wahrscheinlich ist er zu einer anderen Gruppe gegangen. Oder er hat sich in Gefahr begeben. Es gibt so viele Dämonen in Vrindavan. Wahrscheinlich musste er mit einigen Dämonen kämpfen. Oder vielleicht ist etwas Ähnliches passiert. Krishna kommt dann schließlich viel später als zur verabredeten Zeit. Und es ist schon fast Morgen. Sie sieht auf seinen Körper Anzeichen davon, dass er gerade von einer anderen Geliebten kommt, und dann wird's dann aufbrausend. Sie führen ein Streitgeplänkel unter Geliebten und danach spricht sie nicht mehr mit ihm. Fünftens. Kalahantarita. Dies beschreibt die Geliebte, die Krishna nach einer Auseinandersetzung weggeschickt hat und in diesem Unglück noch leidtragender ist, weil sie ihn abgewiesen hat. Sechstens, Svadina Bartrika. Es ist die Stimmung, in welcher Krishna sich entschuldigend vor Radhikas Füßen verneigt und sie schließlich überreden kann, ihren Zorn aufzugeben. Dann befiehlt sie ihm: Binde mir die Fußglöckchen um, flechte mir die Haare und dekoriere sie. Krishna befolgt ihre Anweisungen. Es gibt kein passendes englisches Wort für Svadina Bartrika, aber es bedeutet, dass der Geliebte unter ihrer Kontrolle ist. Siebtens, Vipralamba. Bezeichnet die Geliebte, die unendlich enttäuscht ist, weil der Geliebte gar nicht aufgetaucht ist. Achtens, Prosita Bartrika. Ist die Stimmung einer Geliebten, deren Liebster weit weg an einem fernen Ort weilt. In jeder Situation haben die Manjaris mehrere Aufgaben. Ihn abzuweisen, ihm etwas zu erklären oder Radhika zu trösten. Die Manjaris besitzen alle Eigenschaften, die für die Dienste zu den verschiedensten Zeiten notwendig sind. Sie treffen Vorbereitungen, zeigen Verständnis, dekorieren und treffen unzählige Vorbereitungen. So wie es im sechsten Vers des Sri Guru Vastakam besungen wird. Nikunja Yono Ratikeli Siddhai Yayalivir Yuktir Apekshaniya Tatrati Dakshat Ativalavasya Vande Guru Sri Charana Vindam. Sri Guru Deva ist ständig mit den Sakis zusammen und trifft alle Vorbereitungen, damit sie die amorösen Spiele des göttlichen Paares in den Hainen von Vrindavan in ihrer Vollkommenheit stattfinden können. Denn seine Expertise in der Kunst der geschmacksvollen Arrangierungen zu ihrer höchsten Zufriedenheit und Freude machen ihn so lieb und kostbar für Sri Radha und Krishna. Ich bringe meine Gebete den Lotusfüßen von Sri Gurudeva dar. Zahlreiche Arrangierungen sind notwendig, um Radha und Krishna bei ihren Treffen im Kunja während ihrer freudvollen amorösen Liebesspiele zu dienen. Vilas. Die Sakis und Manjaris müssen andere austricksen, Krishna treffen, ihn abweisen und so weiter. Sri Rupa Manjari ist höchst qualifiziert und erfahren, um diese Dienste zu verrichten. Wir sollten uns immer daran erinnern, was sie tut und ihre Stimmung annehmen. Bis wir jedoch unsere Staibhav, die ewige wesenseigene Stimmung, die sich nach der Ermächtigung durch die Ladini Shakti manifestiert hat, erlangt haben, können wir nur um diese Dienste beten, so wie auch Raghunath Das Goswami in seinem Vilap Kusumanjali betet. Wir können diese Dienste auf unserer gegenwärtigen Ebene nicht ausüben.
Der Guru warnt seine Novizen, die Schüler auf der Anfängerstufe, dies auch nicht zu versuchen. Wir können einfach nur beten. Wann wird mir das große Glück beschieden und wann werde ich wirklich fähig sein, so wie Rupa Manjari, Ananga Manjari und unsere Gurus in der Parampara zu dienen? Die Worte Tat Bhava Lipsunakarya im Vers auf Seite 73 bedeuten, dass der Devotee mit aufrichtiger heiliger Begierde in seiner Sadhana Rupa den Stimmungen und Aktivitäten von Sri Rupa Goswami, Srila Raghunath Das Goswami und seinen eigenen Gurudeva folgt, um Manjari Bhav zu erlangen. Und in seiner Siddha Rupa folgt er Rupa Manjari, Rati Manjari und Lavanga Manjari in ihrem Seva zu Sri Sri Radha Krishna. Schlussendlich bedeutet Vraj Lokanasarata das Nachfolgen in den Fußspuren eines besonderen Dieners von Krishna in Vrindavan, Vraj Loka. Jene, die echte reine heilige Gier besitzen, folgen dem Pfad der Vrijvasis. Hier bezieht sich das Wort Vrijvasi auf Rupa Manjari und andere Manjaris. Krishna vollführt zwei Arten von Spielen, und zwar Aishwarya Lila, majestätische Spiele, und Madhurya Lila, liebliche Spiele. Was ist Aishwarya Lila? Krishna wird immer von sechs Füllen begleitet. Das sind Schönheit, Stärke, Reichtum, Ruhm, Wissen und Entsagung. Er strahlt diese Füllen seiner Göttlichkeit immer aus. Ob er in seiner Form als Narayan erscheint oder in seiner ursprünglichen Form als Krishna. Wir sehen, dass Krishna selbst in Vrindavan von diesen sechs Tugenden erfüllt ist. Er ist niemals ohne sie. Als er Putana tötete, war er nur ein wenige Tage altes Baby. Putana versuchte wegzufliegen, als er ihre Brust in seinen Mund nahm. Doch er ließ sie nicht los. Er sagte ihr beim Stillen: Ich werde deine Milch nehmen und dein Leben. Ich werde dich bei mir behalten. Ich werde dich niemals wieder verlassen. Putana hatte die Kraft von 10.000 Elefanten, doch sie konnte sich nicht von Krishna lösen. Baby Krishna tat nichts, er nahm nur ihre Brust in seinen Mund und dabei nahm er ihr das Leben. Das ist echtes Aishwarya Lila, denn Krishna veränderte nicht einmal seine Form. Er blieb ein Baby und hielt sich einfach an ihre Brust fest. Alle Bewohner Vrindavans pflegen den liebevollen Austausch mit Krishna in Nara Lila, seinen lieblichen menschlichen ähnlichen Spielen. Das Lila der Tötung von Putana ist auch in der Kategorie von Nara Lila, obwohl Putana von Krishnas Aishwarya getötet wurde. Es gibt also Aishwarya in Vraj, doch sie existiert neben Madhurya, Seite an Seite. Die Vrijvasis sehen immer nur die Madhurya, nie die Aishwarya. Aishwarya ist gegenwärtig, doch immer bedeckt von Madhurya. Es ist nicht so, als gäbe es keine Aishwarya-Lila in Vrindavan. Tatsächlich ist das Aishwarya von Vraj noch größer als das in Dwarak oder sogar Vaikuntha. Doch es wird immer von Madhurya verdeckt. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur beschrieb es wie folgt: Wenn es nur Naralila und kein Aishwarya in Krishna gäbe, wäre er einfach ein gewöhnliches Menschenkind, das menschlich handelt. Ohne die Eigenschaft von Aishwarya kann er nicht Gott sein und würde nicht als der verehrenswürdige Deity
in den verschiedenen Rasas verehrt werden. Er wäre dann nicht das verehrungswürdige Objekt der Gopis. Dazu gibt es noch einen interessanten Punkt, den wir betrachten wollen. Wir sehen, dass Nanda Baba, Yashoda und all die Gopas und Gopis Krishna als Nanda Babas und Yashodas Sohn oder als ihren Freund akzeptieren und sie verhalten sich dementsprechend. Als sie den 7-jährigen Krishna den Govardhan-Hügel auf seinem linken kleinen Finger hochheben sahen, sagten die Kuhhirten zu Nanda Baba: Dieses Kind ist kein gewöhnlicher Junge. Er ist wie Narayan und vielleicht ist er sogar Narayan selbst. Nanda Baba, der das nicht glauben konnte, sagte: Dies höre ich auch von Gar Dies hörte ich auch von Garga Rishi zur Zeit der Namensgebungszeremonie. Doch selbst wenn er Narayan ist, bleibt er immer noch mein Sohn. Garga Rishi hatte Nanda Baba und den anderen Vrijvasis erzählt, dass Krishna niemand anders als Narayan ist und dass er vorher der Sohn Vasudevas war. Darum sagten die Kuhhirten nun: Behandle ihn nicht wie deinen Sohn und schelte ihn nicht oder binde ihn irgendwo an. Schimpfe ihn nicht aus und nenne ihn bloß nicht mehr einen kleinen Dieb, einen Lügner oder einen Schurken. Siehe Anhang 1. Nanda Baba begann zu lachen und sagte: Ihr sagt, er wäre Gott, dass er Govardhan auf seinem Finger hochhielt. Ich bemerke, dass ihr schon über 60 seid. Euer Kopf funktioniert nicht mehr richtig. Krishna kommt und bettelt seine Mutter an: Gib mir etwas Brot und Butter. Und immer weint er dabei. Wenn er etwas nicht bekommt, was er unbedingt haben möchte, wird er aufbrausend und zornig. Manchmal stiehlt er sogar. Das sind keine göttlichen Eigenschaften. Ob er nun den Govardhan hochgehalten hat oder nicht, er ist einfach mein Sohn. Außerdem hat er meiner Meinung nach nicht wirklich den Hügel hochgehoben. Es war Narayan, der Deity unseres Hauses. Wir beteten zu Narayan und er antwortete auf unsere Gebete. Es schien nur so zu sein, als wenn Krishna dies getan hätte. Hier gibt Nanda Baba zu, dass Krishnas Tugenden ihn wie Gott erscheinen lassen. Dennoch, obwohl Krishna eine gottesähnliche Tat vollbracht hatte, kann Nanda Maharaj nicht den Glauben aufgeben, dass Krishna einfach nur sein Sohn ist. Vasudeva und Devaki haben im Vergleich dazu eine ganz andere Auffassung. Nachdem Krishna und Balaram Kamsa getötet hatten, kamen sie zu ihnen und lösten ihre Handschellen und Fußschellen. Die Jungen wollten Devaki und Vasudeva ihre Ehrerbietungen darbringen, doch ihre Eltern standen mit gefalteten Händen da und beteten zu Krishna: O, du bist Gott, wir sahen dich. Tamal Krishna Maharaj. In der Kampfesarena. Srila Gurudev. Wir sahen dich, als du in deiner ursprünglichen vierhändigen Form vor uns erschienst. Und nun bist du wieder zu uns gekommen. Zu jener Zeit dachte Krishna: Meine Spiele werden durch ihre Aishwarya-Stimmung nur gestört werden. Und er rief nach seiner Yogamaya. Yogamaya kam und Krishna setzte sich auf den Schoß von Devaki und begann zu weinen. Da begann Devaki durch das Einwirken Yogamayas auch zu weinen und Baladev fiel zu den Füßen Vasudevas nieder, der daraufhin auch zu weinen begann. Doch trotzdem sahen Devaki und Vasudeva Krishna niemals als ihren Sohn an. Sie betrachteten ihn als Gott. Hier können wir die Aishwarya-Stimmung von Vasudeva und Devaki sehen. Ihre Stimmung hat auch etwas Madhurya, aber so wenig, dass die Madhurya nicht die Aishwarya zu überdecken vermag.
In Vraj ist es andererseits so, dass Yashoda und Nanda niemals vergessen, dass Krishna einfach nur ihr Sohn ist, auch wenn es eine Fülle an Aishwarya gibt. Zum Beispiel schwillt ihre Elternbrust vor Stolz an, wenn sie beobachten: Oh, Krishna hat den Govardhan-Hügel gehoben. Mein Sohn hat das vollbracht? Oh, nun können alle in Vrindavan sehen, wie stark und mächtig unser Sohn ist. Siehe Anhang 2. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur hat diese schönen Beispiele gegeben, so wie er auch Beispiele für diejenigen in Madhurya Ras gab. In Beziehung zu den Gopis erwähnt er die Begebenheit, als Uddhava nach Vraj kommt, um ihnen Trost zu schenken. Er hört zu dieser Zeit, wie Radhika mit der Hummel spricht: O Biene, verschwinde sofort, hinfort mit dir. Wir werden mit Krishna kein Sandhi haben. Was bedeutet das Wort Sandhi? Burjanadas, Verbindung. Danodara Maharaj, Übereinkommen. Srila Gurudeva, stilles Übereinkommen. Giriraj Maharaj: Ich habe in der Brahmara Gita nachgeschaut und dort heißt es Versöhnung. Srila Gurudeva: Ja, wir werden uns nicht mit ihm versöhnen. Wir kennen ihn. Wir kennen diese Person aus vielen vergangenen Leben, nicht nur aus diesem. Das ist die sogenannte Aishwarya-Stimmung von Radhika und den Gopis. Dies ist ihre Verwirklichung von Krishnas Gottsein. Sie sagen: Purnamasi erzählt uns von Krishna und wir vertrauen dem, was sie sagt. Sie erzählte, er wäre in seinem letzten Leben Rama gewesen. Und er hatte die gleiche dunkle Hautfarbe wie Krishna. Dunkles Grün wird auch Shyam genannt. Er liebte sie das so sehr, dass er zu ihrem Diener wurde. Als er in den Wald ging, nahm er sie mit sich und erfüllte ihr alle Wünsche. Er konnte nicht allein leben, genauso wie Krishna nicht allein sein kann. Er muss immer eine Frau an seiner Seite haben. Sita sagte einmal zu Rama: Oh, schau nur dieses goldene Reh. Bitte geh und bring es mir, tot oder lebendig. Wenn du es lebendig bringst, werde ich es nach unserer Zeit im Exil mit nach Ayodhya nehmen und es Mutter Kaikeyi oder Bharata geben. Wenn du es tot bringst, werde ich einen sehr weichen Hirschhaut-Asana daraus machen. Egal wie, aber ich möchte es. Lakshman warnte Ram: Ich denke, dieses Reh ist eine täuschende Gestalt, die von Dämonen geschickt wurde. Bitte gehe nicht. Aber wie wir wissen, kann nicht einmal Lord Brahma den Geist einer Frau umstimmen, sobald sie sich etwas in den Kopf gesetzt hat. Wie sollte also Rama etwas erreichen, der doch ihr Diener war? Deshalb ging Rama trotz der Warnung Lakshmans fort, um das Reh zu fangen. Zu einer anderen Zeit kam Surpanaka, eine kannibalistische Dämonin, verkleidet zu Rama und sprach: Ich bin so wunderschön und du bist sehr gut aussehend. Ich möchte dich heiraten. Deine Frau ist nicht so hübsch wie ich. Ich bin für dich zu haben. Rama antwortete: Besser wäre es, wenn du zu Lakshman gehst, denn er ist noch unverheiratet. Meine Frau ist hier, daher kann ich dich nicht annehmen. Er aber ist noch unverheiratet. Surpanaka ging dann zu Lakshman und er fragte sie: Möchtest du eine Dienerin oder die Königin sein? Sie antwortete:
Ich möchte Königin sein. Lakshman antwortete, ich bin der Diener von Lord Rama. Wenn du mich heiratest, wirst du eine Dienstmagd sein. Rama kann viele heiraten und jede Frau wird eine Königin sein. Gehe also zu Rama zurück. Surpanaka ging zu Rama, der sie wieder zu Lakshman zurückschickte. Schließlich wurde sie jähzornig und wollte Sita verschlingen. Scherze nicht mit ihr, sagte Rama zu Lakshman. Daraus wird großes Unheil entstehen. Die Gopis fuhren fort. Rama war so grausam und lustvoll. Warum schnitt er Surpanakas Nase und Ohren ab? Er hat sie absichtlich entstellt, nur damit sie hässlich sei und niemand sie je heiraten würde und selbst ihr Ehemann nicht mehr mit ihr zusammen sein wollte. In ihrem nächsten Leben kam Surpanaka als Kubja wieder und war wiederum so hässlich, dass niemand sie heiraten mochte. Seht nur, was für eine Person er ist. Seht nur, wie grausam er ist. Im Satya-Yuga kam Krishna als Vamana und ohne guten Grund betrog er Bali Maharaj, als er ihm sagte, ich möchte nur 3 Schritte Land. Bali stimmte zu, ja, ich werde sie dir geben. Doch dann wurde Vamana so groß, dass er mit den ersten 2 Schritten alle 3 Planetensysteme einnahm und mit dem Zeh seines linken Fußes die äußere Schicht des Universums durchdrang. Danach brauchte er einen Platz für seinen 3. Schritt und Bali bat ihm seinen Kopf an. Aber er war damit nicht zufrieden. Er fesselte Bali mit Seilen und warf ihn auf die niederen Planeten. Das haben wir über diese Person gehört. Also werden wir uns sicherlich nicht mit ihm versöhnen. Fliege sofort weg von hier. So sprach Srimati Radharani zu der Hummel. Srila Vishwanath Chakravarti erklärt hier, dass die Gopis von Purnamasi hörten, dass Krishna Gott sei und wie er als Rama, Vamana und anderen Inkarnationen erschien. Dennoch sahen sie ihn persönlich immer nur als ihren Geliebten an. Auf diese Weise gibt es Aishwarya in Vraj. Doch es wird immer von Madhurya überdeckt. Außerdem tritt diese Aishwarya-Stimmung nur zur Zeit der Trennung auf und niemals bei Zusammensein mit Krishna. Die Aishwarya-Stimmung der Vrijvasis ist wie ein Grashalm in 3 oder 4 Manas. Erstes Mana entspricht, ein Mana entspricht 40 Kilogramm Milch, wenn diese über einen großen Feuer aufgekocht wird. Wenn die Milch sich allmählich erwärmt und langsam zu kochen beginnt, kommt dieser Grashalm an die Oberfläche und versinkt dann sofort wieder. Dieser Grashalm steigt nur in der Hitze der Trennung der scheinbaren Aishwarya-Stimmung in den Gopis auf. Er ist nicht ständig sichtbar. Und selbst wenn dieser Anflug von Aishwarya die Gopis berührt, lieben die Gopis Krishna immer einfach als ihren Geliebten. Persönlich denken sie niemals an ihn als Gott. Wenn Aishwarya das Naralila nährt, oder mit anderen Worten, Krishna sich weiter wie ein gewöhnliches Menschenwesen verhält, obwohl er seine Majestät offenbart, nennt man dies Madhurya. Hier ist ein Beispiel von Madhurya Bhav, wie sie sich manchmal in den Herzen von Devaki und Arjuna zeigt. Wenn Krishna während der Schlacht von Kurukshetra auf dem Streitwagen sitzt, befahl ihm Arjuna: O Krishna, fahre meinen Wagen in die Mitte des Schlachtfeldes. Und Krishna tat dies. Als Arjuna dann aber Krishnas universale Form, die Vishvarupa, sah,
wurde er sehr nervös und sagte: Ich werde dich nicht mehr als Freund ansprechen. Du bist der höchste Gott selber. Birujandas. Aishwarya bedeckte ihn. Srila Gurudeva. Aishwarya war kraftvoller. Arjuna wurde von Aishwarya überwältigt und vergaß, dass Krishna sein Freund ist. Arjunas Stimmung und auch die Stimmung aller Gefährten Krishnas im Dwarak-Lila ist voller Aishwarya. Manchmal ist Madhurya auch da, doch wird sie immer von Aishwarya besiegt. Der Raganuga-Devoti betrachtet Krishna als den Geliebten der Gopis und besonders als Radhakanta, den Geliebten Srimati Radharanis. So wie die Gopis Radha und Krishna im Naralila dienen, möchten wir ebenfalls qualifiziert werden, ihnen als Manjaris zu dienen. Das ist die Bedeutung von Vraj Lokana Sarata, dem Nachfolgen der Fußspuren eines bestimmten Gefährten von Krishna. Nanda Baba, Yashoda und die Gopis haben eine Beziehung zu Krishna, die äußerlich genau wie menschlicher Umgang aussieht. Und doch sind sie keine Menschen. Das ist Naralila. Zu Birojana. Du kannst die Bedeutung davon im Sri Bhakti Rasamrita Sindhu finden. Birojana Das. Hier ist der ganze Vers. Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.296. Seva Sadaka Rupena Siddha Rupena Chatrahi Tat Bhava Lipsuna Karya Vraja Lokanasarata. Im transzendentalen Reich von Vraj, Sri Vraj Dham, sollte man dem höchsten Herrn Sri Krishna mit einem ähnlichen Gefühl dienen, wie es seine Gefährten tun, und man sollte sich unter die direkte Führung eines Gefährten begeben und seinen Fußspuren folgen. Diese Methode ist sowohl auf die Stufe von Sadhana anwendbar, in Klammer, spirituelle Praxis ausgeführt auf der Ebene von materieller Bindung, als auch auf der Ebene von Sadhya, in Klammer, Gottesverwirklichung, wenn man ein Siddha Purush, eine spirituell vervollkommene Seele ist. Srila Gurudeva. Das war der zweite Vers, den Srila Vishwanath Chakravarti zitierte, und hier ist der dritte. Shravanot Kirtanandi Vaidi Bhakti Udatani Tu Yani Angani Chatanyatra Vichenai Yani Manasbihi Bhakti Rasamrita Sindhu 1.2.296. In Vaidi Bhakti sollte man die Aspekte der Bhakti wie Shravana, Kirtana etc. je nach eigener Qualifikation praktizieren. Versierte Gelehrte, welche die Prinzipien der Bhakti verinnerlicht haben, empfehlen diese Praxis auch auf der Ebene von Raganuga Bhakti anzuwenden. Shravanot Kirtanadini. Dies bezieht sich auf alle 9 Arten der Bhakti, besonders die 5 Hauptaspekte Sadhu Sangha, Gemeinschaft mit reinen Geweihten, Nam Kirtan, Chanten der heiligen Namen des Herrn, Bhagavat Shravan, das Hören aus dem Srimad Bhagavatam von reinen Geweihten, Mathura Vas, das Leben in einem heiligen Ort wie Vrindavan, Navadvip und Puri, und Sri Murtira Shradaya Seva, dem Deity mit Vertrauen dienen. Alle Aspekte der Bhakti, wie sie in Vaidi Bhakti praktiziert werden, werden in Raganuga Bhakti genauso übernommen. Nur die Stimmung hat sich gewandelt. Ich werde an einem anderen Tag mehr davon erzählen. Tamal Krishna Maharaj. Wenn wir unsere Japa chanten, erinnern wir uns an die Dienste,
wie sie von Raghunath Das Goswami in seinem Vilapkusumanjali beschrieben wurden. Wie er die Liebeslaube in der Nähe des Radhakund vorbereitete, wo Radha und Krishna sich treffen werden. Rupa Manjari Krishnas Füße massiert und wie Rati Manjari Srimati Radhikas Füße massiert. Ist es richtig, sich an solche Beschreibungen zu erinnern, während man chantet? Wir denken nicht, dass wir das tun, sondern wir erinnern uns nur daran, wie sie es tun. Srila Gurudev. Ja, Erinnerung und etwas heilige Begierde ist die Grundlage, auf diese Weise dienen zu dürfen. Wenn du außerdem weiter über die sehr tiefgründigen Bedeutungen von diesen Spielen hörst, wirst du noch mehr Freude empfinden und in der Lage sein, dich mit vermehrter inniger Sehnsucht daran zu erinnern. Für den Moment ist es gut, was du machst. Und dann später, wenn Krishna und Gurudeva dir offenbaren, was sie sich von dir als Seva wünschen, dann tue dies. Tamal Krishna Maharaj. Darf ich ein paar Fragen stellen? Wenn wir über die Tätigkeiten von Sri Rupa Manjari und Sri Rati Manjari meditieren, wissen wir, dass unser Gurudeva ihnen auch assistiert. Ich möchte gerne wissen, wenn du über deinen Gurudeva meditierst, meditierst du dann auch darüber, wie du ihm in seinen Diensten zu Rupa Manjari assistierst? Srila Gurudeva. Das tun wir als Assistentinnen von Vinod Manjari. Tamal Krishna Maharaj. Wie macht das ein Schüler, so wie du sein Schüler bist? Wie meditierst du darüber, Vinod Manjari zu assistieren? Srila Gurudeva. Das erzähle ich dir später. Du wirst deinen Gurudeva durch seine Gnade auch kennenlernen und wirst dann dementsprechend meditieren. Tamal Krishna Maharaj. Ich frage, weil du sagtest, wir sollen über Rupa Manjari oder Rati Manjari meditieren. Ich möchte einfach fragen, ob wir über unseren Gurudeva so meditieren sollten, wie du darüber meditierst, Vinod Manjari zu dienen. Srila Gurudeva. So wie unsere Acharyas es getan haben, meditieren wir über unseren Gurudeva als eine sehr liebe und vertraute Sakhi von Rupa Manjari. Sie besitzt ähnliche Eigenschaften wie Rupa Manjari, doch nicht exakt die gleichen. Tamal Krishna Maharaj. Werden wir unserem Gurudeva dort auf ähnliche Weise assistieren, wie wir es hier in unserer Sadaka-Form bereits tun? Srila Gurudeva. Die Form deines Gurudeva, wie du ihn gesehen und gedient hast, wird sicherlich zu dir kommen und du kannst zu ihm beten, dass sich seine Gestalt als Sakhi in deinem Herzen manifestieren wird. Dann, wenn er dir seinen Darshan gibt, wird die Meditation für dich sehr einfach werden. Es ist sicher, dass er dir irgendwie eine Vorstellung seiner Form geben wird. Und danach wirst du in der Lage sein, Verwirklichungen zu machen und ihm dort zu dienen. Momentan kannst du einfach zu ihm beten, bitte manifestiere dich, so wie du im Krishna-Lila dienst. Purijan Das Tan no Guru Prajodayat Srila Gurudeva. Ja, das ist das Guru-Mantra. Wir sollten wissen, dass unser Guru gewiss eine Sakhi von Rupa Manjari ist und eine Vielfalt von Diensten für Srimati Radhika unter Rupa Manjaris Führung verrichtet. Momentan kannst du verwirklichen, was du gesehen hast und wem du gedient hast, während du deinen Gurudeva beobachtest, wie er sich in Sadhan Bhajan beschäftigte. Tamal Krishna Maharaj. Ich kann diese Frage auch bis zum nächsten Mal aufbewahren, wenn du das möchtest. Aber ich habe einige Fragen zum Chaitanya Lila.
Zum Beispiel, welche Form hat unser Gurudeva im Chaitanya Lila? Srila Gurudeva. So wie er ist. Wie er jetzt ist. Du hast ihn gesehen. Tamal Krishna Maharaj. Wir haben ihn aber über einige Jahre gesehen. Wir sahen, dass seine Form sich verändert hat. Srila Gurudeva. Du kannst dich daran erinnern, was du gesehen hast. Sri Advaita Acharya war alt und Srinivas Acharya war im reifen Alter, wie so viele andere auch. Tamal Krishna Maharaj. Ich habe diesbezüglich einen Zweifel. Wir verstehen, dass der Siddhadeha, der spirituelle Körper, ewig jugendlich ist, so wie Krishna immer sehr jugendlich ist. Nava Chauvana. Doch der Körper unseres Gurudeva war am Altern. Möchtest du damit sagen, dass er in Svetadvipa von Goloka Dham einen alten Körper haben wird? Srila Gurudeva. Du wirst seine Form durch seine Barmherzigkeit verwirklichen. Was seine Sadaka-Form betrifft, solltest du dich nur daran erinnern, was du gesehen hast. Tamal Krishna Maharaj. Bekommt man im Chaitanya Lila auch einen anderen Körper? Srila Gurudeva. Für dich ist es wichtig zu wissen, dass weder dein Gurudeva noch unser Gurudeva einen materiellen, physischen Körper hat. Ihre Körper sind spirituell. Ihre Körper sind nicht im geringsten wie die Körper einer konditionierten Seele. Ihre Körper, ihr Bewusstsein und ihre Seele sind Sat Chit Ananda. Weil wir uns unter dem Einfluss der Verblendung Mayas befinden, betrachten wir seinen Körper als ein Produkt der illusorischen Maya. Es mag sein, dass wir seine Form, wie sie ist, nicht wahrnehmen. Doch wir erinnern uns an ihn, wie wir ihn in seiner Sadak-Form gesehen haben. Wir erinnern uns an diese Form und es ist keine Kalpana-Vorstellung notwendig. Nach einiger Zeit wird dein Gurudeva die Notwendigkeit sehen, dir die Form zu zeigen, in der er Lord Chaitanya dort dient. Dann mag er dir das offenbaren. Tamal Krishna Maharaj. Genau wie dein Gurudeva dir seine ewige Identität als Vinod Manjari gezeigt hat, kann er eine ewige Identität im Chaitanya Lila haben. Srila Gurudeva. Ich mache mir keine Kalpana. Burjanadas. Vorstellungen. Srila Gurudeva. Vorstellungen. Ich war Zeuge davon, wie mein Gurudeva Sri Chaitanya Mahaprabhu in diesem Körper gedient hat. Und wie ich sah, dass er diente, so sahst du deinen Gurudeva. Wir sollten ihn immer so erinnern, wie wir ihn kannten. Das ist seine Sadaka-Form. Und er hat eine andere Siddha-Sarira, die spirituelle Form als Gopi, einer kleinen Dienerin in Goloka Vrindavan, um Radha und Krishna zu dienen. Tamal Krishna Maharaj. Was ist mit Chaitanya Mahaprabhu? Ich kann diesen Punkt nicht ganz erfassen, denn Radha und Krishna sind in Goloka Vrindavan und Vrindavan manifestiert sich hier. So ist doch ein gewisser Teil von Goloka eben Navadvip. Srila Gurudeva. Er kann auch in der Form, die du gesehen hast, da sein. Das ist mein fester Glaube. Und falls etwas versteckt ist, wird er das offenbaren, wenn es gebraucht wird. Wir haben unseren Gurudeva gesehen, wie er unaufhörlich diente, stets an Chaitanya Mahaprabhu dachte und immer unter Chaitanya Mahaprabhus Unterweisungen seine Mission predigte. Im Gaura-Lila dienen Srila Rupa Goswami und Srila Sanatan Goswami auf vielerlei Weise, besonders im Schreiben von Bhakti-Literatur. Dein Gurudeva hat all diese Dinge auch getan.
Wenn er zu dieser Zeit im Gaura-Lila gewesen wäre, ist es nicht sicher, ob er genau die gleichen Dienste gehabt hätte. Er hat seine Rolle jetzt gespielt, doch in Chaitanya Mahaprabhus Spielen mag er es nicht genauso getan haben. Er hat auf der ganzen Welt gepredigt. Srila Rupa Goswami und Srila Sanatan Goswami dienten nur in Navadvip, in Mayapur, in Vrindavan und in Puri, und dein Gurudeva diente auf der ganzen Welt. Wir müssen uns nichts einbilden. Wir sollten verstehen, dass wir ihn im Sadaka Sarira gesehen haben, wie er Chaitanya Mahaprabhu gedient hat, was seine Gestalt als ewiger Gefährte Parikara zur Zeit von Chaitanya Mahaprabhu betrifft, wird er sie dir offenbaren, wenn er es als richtig für dich empfindet. Tamal Krishna Maharaj. Ich habe noch eine letzte Frage über Srimati Tulasi Devi. Gibt es eine einzelne Seele in jeder Tulasi-Pflanze? Srila Gurudeva. Jede Pflanze ist eine Manifestation von Tulasi Devi. Tulasi Devi kann sich überall manifestieren, so wie Krishna und Radhika sich überall manifestieren. Sri Krishna und Srimati Radhika manifestieren sich sowohl in unbegrenzten Universen als auch in Murtiformen. Ähnlich manifestiert sich Srimati Tulasi Devi in unbegrenzten Universen und an unbegrenzten Orten in der Gestalt einer Pflanze. Tamal Krishna Maharaj. Ich wollte damit sagen, dass in jedem gewöhnlichen Baum eine einzelne Seele ist. Sind nun, weil es ja so viele Tulasi-Pflanzen gibt, in jeder? Srila Gurudeva. Wir können das anhand des Beispiels einer Shaligram-Shila verstehen. Es gibt so viele Shaligram-Shilas, aber das bedeutet nicht, dass ein unterschiedlicher Narayan in jedem Shila ist. Er ist nicht wie die Jivas. In der gleichen Weise ist es die eine Tulasi. Alle Tulasi-Pflanzen sind die gleiche Tulasi. Sie sind nicht voneinander getrennt. Tamal Krishna Maharaj. Sie sind keine Jivas? Srila Gurudeva. Nein. Sicher nicht. Es gibt so viele verschiedene Govardhan-Shilas. Hunderte von Millionen von Shilas, und Govardhan ist vollkommen gegenwärtig in jedem Shila. So wie diese Shilas nicht verschieden von Govardhan sind, so ist auch Tulasi ein und dieselbe. In Sri Krishnas Vrindavan-Spielen sehen wir, dass Vrinda Devi eine Persönlichkeit ist, und Tulasi Manjari eine andere. Es gibt noch eine andere Tulasi, die eine Duti, eine Botschafterin von Vrinda Devi ist. Hier in dieser Welt ist Tulasi eine Pflanze, eine Manifestation von Vrinda Devi. Manchmal wird der Name Tulasi Manjari auch für Rati Manjari benutzt. Das ist Srila Raghunath Das Goswami in seiner Gestalt als eine Manjari. Raghunath Das Goswami hat zwei Namen in seiner Siddha-Gestalt: Tulasi Manjari und Rati Manjari. Tamal Krishna Maharaj. Ist das dieselbe Person? Srila Gurudev. Dieselbe. Tamal Krishna Maharaj. Raghunath Das Goswami ist Tulasi Manjari. Sie dient unter Vrinda Devi. Sie ist eine Duti von Vrinda? Srila Gurudeva. Nein. Tulasi ist eine andere Persönlichkeit. Tulasi Manjari ist eine Persönlichkeit und Tulasi eine andere. Tulasi ist eine Duti, keine Manjari. Später wirst du das wissen. Nach und nach wirst du alles lernen. Anhang. Erster Anhang. Aus einem Darshan mit Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj in Jagannath Puri am 13. Oktober 2001. Srila Gurudeva.
Nur in ihrer Viraha-Trennung sagen die Gopis und alle Vrishvasis manchmal, er ist Gott, der höchste Herr. Und in welchem Zusammenhang sagen sie das? Sie sagen, Garga Acharya hat uns das erzählt. Oder Purnamasi hat uns das gesagt. Sie haben es irgendwann gehört, aber sie selbst haben keine Verwirklichung davon, dass Krishna die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Prem Prayojandas. Srila Vishwanath Thakur benutzt immer das Wort Jnana dafür. Sie haben das Jnana-Wissen, dass Krishna Bhagavan ist, dass er Parameshvara ist. Srila Gurudeva. Sie wussten es, aber es zu wissen heißt in diesem Zusammenhang, es von anderen gehört zu haben. Es heißt nicht, ich weiß, ich habe eine Verwirklichung davon. Es bedeutet, dass sie einfach davon gehört haben, Krishna sei Gott. Zweiter Anhang. Aus einem Darshan mit Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj in Holland am 28. Juni 2002. Shyamarani Dasi. In der Mitte deines Vortrages hast du erzählt, dass niemand von Vrishvasis weiß oder glaubt, dass Krishna der höchste Herr ist. Srila Gurudeva. Ja. Shyamarani Dasi. Jemand, der dieses Prinzip anzweifelte, fragte dich dazu einmal: Was ist mit dem Lila, in dem Krishna Vishnu wurde und Radhika Lakshmi? Du antwortetest: Nein, dahinter steht eine tiefe Bedeutung. Srila Gurudeva. Das war ihr Spiel. Shyamarani Dasi. Kannst du das bitte ausführlicher erklären? Srila Gurudeva. Sie spielten das nur. Keine Gefährten, selbst nicht das Gras, die Pflanzen, die Papageien, die Vögel, geschweige denn die Vrishvasis wie Nanda Baba und Yashoda Ma, glauben jemals, dass Krishna der höchste Herr ist. Krishna könnte vielleicht der höchste Herr, der Gott der Götter sein. Vielleicht ist er das. Doch für die Vrishvasis ist Krishna nur ein Freund, ein Sohn oder ein Geliebter. Nur das. Shyamarani. Also spielten sie ein Spiel? Srila Gurudeva. Ja, das war zum Vergnügen und zur Unterhaltung. Mano Ranjana. Von Radha und Krishna und den Gopis. Die Vrishvasis wissen dies aber nicht. Sie sind alle größer als Brahma, Sankara und selbst Narada. Sie unterrichten Narada in Bhakti. Doch dennoch wissen sie nicht, dass Krishna der höchste Herr ist. Wenn jemand ihnen erzählen würde, dass er Gott ist, würden sie sarkastisch antworten: Oh ja, das ist sicher richtig. Da kannst du recht haben. Sehr gut. Wenn er der höchste Herr ist, dann wünsche ich mir, dass alle Bhakti zu seinen Lotusfüßen erlangen. Und dann Bas. Ein Hindi-Wort für genug. Dies reicht nun. Nichts wird gefühlt über Krishnas Gottsein und es wird auch nicht weiter darüber gesprochen.